Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lost Horizon 2. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, wir sind da auf der Abtei in Gotland hinübergesetzt und müssen hier wohl, wie uns ja unsere Tochter Gwen mitteilte in der letzten Folge, ein Wikingergrab finden und ja, dem unerklärlichen Massensterben damals auf den Grund gehen. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß und los geht's. So, was haben wir hier? Säule. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Du nimmst heute dein Feuerzeug? In der Schale an dieser Säule ist nichts, was brennen würde. War ja klar. Okay. Dann haben wir hier noch was. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Okay. Die beiden untersuchen die Säulen nach Hinweisen auf das versteckte Grab. Okay. Keiner kann mir also Licht spenden. Okay, Säule. Alles klar. Gehen wir mal hier lang. Das hier scheint das Zentrum der Abtei zu sein. Grabnische. Okay, ist das alles nur eine? Nee, mehrere. Okay, schauen wir uns erstmal das an. Ach, da kommen alte Erinnerungen hoch. Kennt ihr das noch damals von, ich glaube, es war Monkey Island. Der Kopierschutz, meine ich. Ja, Kopierschutz. Der war so geil. Da haben sie sich noch was einfallen lassen. So. Ein Löwe. Das sieht aus wie eine Rose. Das ist eine Waage. Ein Kreuz. Eindeutig ein Buch. Okay, das hätte ich auch nicht anklicken brauchen, das wissen wir. Alles klar, okay. Wir haben hier 3, 4, 5 Symbole. Und höchstwahrscheinlich hat das damit zu tun, dass wir hier 5 Grabnischen haben. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Also gehen wir im Uhrzeigersinn mal zur ersten. Gerümpel. Jede Menge Müll, aber Moment mal, was ist das denn? Eine Peitsche? Die nehme ich doch glatt mit. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Peitsche. Schauen wir mal. Keinerlei Inschriften. In der Krypta könnte jeder liegen. Hier liegt alter Kram, den wohl die Archäologen zurückgelassen haben. Gut, da finden wir wohl nichts mehr. Schauen wir uns die mal genau an. Eine sehr, sehr lange Lederpeitsche. Sowas muss wohl jeder Archäologe haben. Nur ein bestimmter Archäologe hat diese Peitsche. Indiana Jones. Im Übrigen ist jetzt kurz was anderes, habe ich ja gehört, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, dass ein neuer Indiana Jones Film in der Mache ist und der soll sich sehr stark an den ersten beiden Teilen erinnern, also Back to the Roots. Ich freue mich wahnsinnig drauf, zumal ich mag den Schauspieler auch unglaublich gern. So, wir schauen uns diese Grabnische an. Was finden wir da? Nichts. Gestrüpp. Da ist nichts. Nur Gestrüpp. Ja, nichts. Gestrüpp ist da. Krypta. Weder Name noch Jahreszahl. Wie soll ich da herausfinden, wer hier begraben liegt? Hübsch. Wirklich sehr hübsch. Aber mehr auch nicht. Das
So, hier haben wir einen Grabstein, aber auch nur Gestrüpp. Ein sehr schönes Gebüsch, mehr nicht. Benzinkocher, Handfeger und Spitzkelle nehme ich mit. Der Rest ist unbrauchbar. Ja, immerhin. Hier gibt es nirgendwo irgendwelche Inschriften, aus denen man schließen könnte, wer hier bestattet wurde. Eine zerbrochene Schaufel, verrottete Seile. Nur Müll, der mir wohl kaum bei der Suche nach dem Grab helfen wird. Für die feuchten, morschen Bretter habe ich keine Verwendung. Hier steht nirgends, wer in dieser Krypta liegt. Ach Mann, ey, das geht ja gut los hier. So, und die letzte. Da liegt ein alter Hut. Kein Name, keine Jahreszahl. Und darum auch keine Ahnung, wem die Krypta als letzte Ruhestätte dient. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Ein wenig angerostet und ziemlich wackelig, aber ansonsten intakt. Im Tank des Kochers ist sogar noch reichlich Benzin. Okay. Ein unentbehrliches Werkzeug, um archäologische Fundstücke schonend von Dreck zu befreien. Damit legen Archäologen Fundstücke frei. Ein alter Hut. Ja, was müssen wir machen? Die allseits beliebte Frage von mir. Ich glaube, wir müssen irgendwas bei den Säulen machen. Gut, jetzt habe ich natürlich Aber hallo, ich hätte mein Steak gern medium rare. Den Kocher können wir nehmen, vielleicht. Wir brauchen Licht, um was zu erkennen. Zum Glück war in der Schale unter dem Relief noch ein wenig Teer. Und? Schon was herausgefunden? Die Reliefs an den Säulen zeigen die 5 Gründer der Abtei. Weiter sind wir noch nicht. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ich tappe noch im Dunkeln. Figur und Inschrift sind stark verwittert. Okay, die können wir zumindest erkennen. Da nehmen wir jetzt mal den Handfeger. Nee, das hat dir, glaube ich, nichts gebracht. Nee. Figur und Inschrift sind stark verwittert. Okay. Also Feuerzeug. Das Ventil klemmt. Ich kann ihn nicht anzünden. Ach so. War klar, dass irgendwas wieder nicht funktioniert. Ein wenig angerostet und ziemlich wackelig. Mit dem Messer kann ich schneiden, sägen, ritzen, schlitzen, spalten, schrauben und ganz vorsichtig ein Loch in den Messingtank stechen. So, okay. Was nützt mir das jetzt? Das Ventil klemmt. Ich kann ihn nicht anzünden. Ein wenig angerostet und ziemlich wackelig, aber... Wozu habe ich jetzt da ein Loch reingemacht?
Figur und Inschrift. So, das sollte reichen. Ach so, jetzt sehe ich's erst. Da ist vor jeder Säule ist eine Schale, wo wir entsprechend... Ah, jetzt, okay. Dann machen wir das jetzt erstmal überall. Nee, wir machen es nicht überall, sonst kommen wir wieder durcheinander. Also hier war stark verwittert. Schauen wir uns mal Der Inschrift nach ist das hier Gareth, der Tapfere. Gareth, der Tapfere. Okay. Der Inschrift. Alles klar. Muss man da irgendwas machen? Der Inschrift. Nee. Gareth, der Tapfere. Okay. Dieses Relief haben wir vorher gesehen bei einer Grabstätte. Mal darauf achten, ob bei den anderen Figuren andere Symbole zu finden sind. Gehen wir mal hier hin. So, das sollte reichen. Hier haben wir Alaric den Gerechten. Nee, das haben wir auch schon gesehen. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich die Symbole im Steinkreis den Figuren, also den Verstorbenen, zuordnen. Hier haben wir Alaric den Gerechten. Okay. So, das sollte reichen. Das soll Chadwick, der Weise, sein. Gut, der Weise ist wahrscheinlich das Buch, nehme ich mal an. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal uns alle Figuren genau angucken mit den Symboliken. Dann müssen wir nochmal in alle Grabnischen rein und müssen dann entsprechend wahrscheinlich den Steinkreis so einstellen, dass jedes Symbol zu der richtigen Figur deutet. Das soll Chadwick, der Weise, sein. Okay. Und dann haben wir hier noch eine. Maximal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So, das sollte reichen. Tiras, der Bußfertige. Tiras, der Bußfertige. Ich schreibe mir mal wieder was auf. Ja, so, also wir haben Tiras. Der Bußfertige, was hat der hier für ein Symbol? So, dann schauen wir nochmal zu dem... Geht denn jetzt hin? Hallo? Und? Schon was herausgefunden? Die Reliefs an den Säulen zeigen die 5 Mönche, die diese Abtei gegründet haben. Und wer hilft uns das bei der Suche nach dem Grab? Kann ich noch nicht sagen. Wir forschen weiter nach versteckten Hinweisen. Haben Sie schon etwas entdeckt? Hier, Dad. Ich habe alle Reliefs abgezeichnet. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Das ist aber nett. Das ist schön. Dann brauche ich mir das alles nicht aufschreiben. Meine Tochter ist so gescheit. Viel gescheiter als ich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Reliefs, die Gwen und Anna von den Säulen abgezeichnet haben. Zeig mal. Ja, hervorragend. Genau. Dann kann ich meinen Zettel gleich wieder wegschmeißen. 10-mal besser gemacht als ich. Okay. Also, Gareth der Tapfere. Wer ist tapfer? Ein Löwe ist tapfer, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Percival. Was heißt Percival? Ach, das war den, den man nicht erkennen konnte, glaube ich. Okay, was haben wir hier? Chadwick der Weise. Okay, das ist das Buch. Auch Symbol. Buch. Alaric der Gerechte. Was war gerecht? Wir hatten... Muss ich gucken, weiß ich nicht. Wir hatten ein Kreuz, glaube ich, noch. Und wir hatten... Ein, weiß ich nicht mehr. Hieras der Bußfertige. Okay, wir schauen jetzt mal zum... Ui, was war das? Blauer Bildschirm, hallo? Wir schauen jetzt nochmal zum Steinkreis. Jetzt müssen wir allerdings gucken, wo wer ist. Also hier... Ach so, das weiß man ja jetzt gar nicht. Moment, da haben wir das Symbol. Das kann also sein Hiras, Chadwick oder Garrett. Oder Garrett, keine Ahnung, der Tapfere. Das ist, glaube ich, zu kompliziert gedacht. Drei Variablen ist das natürlich ein bisschen schwierig. Löwe. Wer war der Löwe? Garrett der Tapfere. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. So muss es wahrscheinlich gemacht werden. Oh Gott, Rose. Für was steht denn eine Rose? Weise nicht. Gerechte? Nee. Bußfertige vielleicht wegen den Dornen. Möglich, weiß ich nicht. Aber wo kommt das jetzt hin? Waage, Kreuz, Buch. Chadwick war der Weise. Die Waage. Ja, es ist halt jetzt schwierig, weil man nicht weiß, wo wer liegt. Die Waage steht für... Gerecht. Gerecht, für was steht denn gerecht? Tja, da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie wir darauf kommen könnten. Außer die Anordnung ist vielleicht jetzt schon so, wie wir die Reihenfolge vornehmen müssen. Erst der Tapfere. Percival, weiß ich nicht, was das heißt. Löwe. Aber das wäre zu einfach. Keine Ahnung.
Wie soll ich das wissen, wenn man nicht weiß, wo wer begraben ist? Mann, oh Mann, oh Mann. Wie machen wir das jetzt hier? Also wie steht man normalerweise, was die Bedeutungen oder die Deutungen der Mönche angeht? In der Mitte ist meistens doch das Gleichgewicht, oder? Meine ich doch. Also wenn wir uns so ein bisschen religiös uns vorstellen, in der Mitte muss immer das Gleichgewicht sein. Haben wir irgendwas? Wir haben doch die Waage. Alaric der Gerechte. Wenn etwas gerecht ist, dann ist es im Gleichgewicht, würde ich sagen. Möchte ich jetzt mal behaupten. Also müsste Alaric dann eigentlich, wenn wir uns das hier angucken, wäre ja die Mitte der Norden. Ja, hier. Also muss die Waage nach Norden. Meine ich jetzt mal. So. Und zwischen und in der, oh Gott, wie soll ich das sagen? Wer ist links und rechts immer wenn etwas im Gleichgewicht ist, dann ist links und rechts der Weise und der Löwe natürlich. Der, oder? Etwas im Gleichgewicht ist oder der Mutige, na? Dann wäre der Löwe geht denn das so oder was? So. Und der was haben wir jetzt noch gehabt? Der Weise war das Buch. Wo ist das Buch? Hier. Das Buch wäre dann so. Oh! What? Ist offen! Mein Gott, habe ich ein Glück. Viel zu eng. Da passe ich niemals durch. Da wird er mehr Glück als Verstand gehabt. Also die drei Symbole, die waren mir ja klar, aber okay. Glück gehabt, auch mal schön. Dann werden wir mal die anderen davon unterrichten, dass wir jetzt hier ein Loch haben. Jetzt haben wir den Steinkreis kaputt gemacht. Ich habe einen versteckten Zugang zu einem unterirdischen Bereich der Abtei gefunden. Das Grab? Keine Ahnung. Die Öffnung ist zu klein für mich. Schauen wir uns das mal näher an. Gwen wird schon reinpassen, denke ich mal. Also ich würde da bestimmt durchpassen. Kommt nicht in Frage. Das ist viel zu gefährlich. Außerdem siehst du immer noch ziemlich mitgenommen aus. Sie sollten Ihrer Tochter ein bisschen mehr zutrauen. Gwen schafft das. Ich glaube an Sie. Tun Sie das auch. Außerdem bleibt uns ja wohl auch gar keine andere Möglichkeit, oder? Dad, ich bin okay. Ehrlich. Na gut, meinetwegen. Wir brauchen allerdings noch was, womit wir dich abseilen können. Ja, die Peitsche. Was sonst? Wir seilen dich mit dieser Peitsche ab. Mit einer Peitsche? Daddy, manchmal bist du merkwürdig. Das funktioniert. Wirst schon sehen. Und Gwen, sei vorsichtig da unten. Na klar. Okay, Dad, ich bin unten. Okay, hier können wir wieder springen zwischen Gwen und ihrem Vater. Da haben wir eine Schale. Lang Trees Aufzeichnungen. Der Professor hat uns seine ganzen Aufzeichnungen über die Schatulle der neuen Welten mitgegeben. Er glaubt, dass Thor die Schatulle einst aus Asgard mitgebracht hat
und sie später von Mönchen hier in seinem Grab gefunden wurde. Okay, wir müssen jetzt auf Fenton wechseln. Der muss das Feuerzeug, nicht das Feuerzeug, ihr müsst den Benzinkocher runterschmeißen. Naja, runterschmeißen. Aber wie? Nee. So? Nee. Also, wir schauen uns erstmal um. Sieht genau aus wie die Feuerschalen oben an den Säulen. Ich habe hier noch was zu erledigen. Okay, ich habe ein Tropfen gehört. Hier ist irgendwo Wasser. Wie kriegen wir das jetzt da runter? Nein, nee, das nützt nichts. Hoffentlich passiert Gwen nichts. Keine Angst, ihre Tochter macht das schon. Hm. Das Ventil klemmt. Ach. Nee, aber was muss ich denn machen jetzt hier? Gwen? Alles in Ordnung bei dir? Alles prima. Mach dir keine Sorgen, Daddy. Komm, die kann das doch hier. So, Gwen, oder? Schau mal. Okay, können wir das auch unterwerfen? Gwen, hier, nimm. Ah, perfekt. Oh, was alles geht. Das geht nicht. Auch nicht. Okay, mehr macht, glaube ich, keinen Sinn. Messerwelle. Nein. Okay. So. Ich schütte das ganze Benzin rein. Oh, wow. Wahnsinn! Das nenne ich mal ein Grabgewölbe. Wenn es etwas gibt, das uns hilft, Asgard zu finden, muss es hier unten sein. Okay, hier haben wir ein Skelett, armer Zeichen, Sarg, Vertiefung und das war's. Mehr nicht. Ein Quadrat und zwei Linien. Eine sechseckige Vertiefung. Oh je, muss ich... Eine ziemlich genaue Karte von Europa. Falls es auf der Karte einen Hinweis auf die Lage Asgards gibt, haben ihn die Mönche sehr gut versteckt. Im Moment kann ich keinerlei Markierung erkennen. Eine ziemlich falsches... Okay. Da können wir nichts drehen. Wenigstens mal nichts drehen. Karte. Nee, da finde ich jetzt nichts. Mal den Sarg anschauen. Ob das wirklich Thor ist? Wow. Was man findet, darf man behalten. Das ist er also. Thor, Bote aus Asgard. Noch ganz gut in Schuss für sein Alter. Die Runen müsste ich eigentlich mit Hilfe der Aufzeichnungen des Professors übersetzen können. Ich stieg herab aus Askaror, vom mächtigsten der verborgenen Berge, um aufzusteigen in das Himmelreich. Vom mächtigsten der verborgenen Berge. Klingt, als ob Thors Heimat im Gebirge liegt. Aber in welchem? Es muss noch mehr Hinweise geben.
Boah, wollt ihr mich verarschen? Was kann ich da machen? Ah, okay, alles klar. Hier steht, ich stieg herab, klänkte mir... Ja, Moment. Ich weiß zwar noch nicht, warum wir hier das Handsymbol haben, aber wir haben ja zwei Schilde bekommen von ihm. Und wir haben ja hier bei denen, haben wir Vertiefungen. Das war, glaube ich, sechseckige, oder? Eine sechseckige, ja. Vertiefung. Habe ich mir mal was gemerkt, ist ja der Wahnsinn. So, und jetzt müssen wir das da wahrscheinlich einsetzen. Die sechskantige Vorderseite des Eisenschilds passt perfekt in das Loch. Herrje, was ist das? Ah. Okay, alles klar. Zwei Laser markieren dann auf der Landkarte entsprechend das Ziel. So, hier kommt natürlich dann die hin. Und jetzt müssen wir da wahrscheinlich irgendwie dann rumdrehen. Die viereckige Erhebung vorn auf dem Schild passt genau in die Öffnung. Oh nein, was ist das? Man kann den Holzschild drehen. Oh Gott. Ah. Okay. Aber wie weit? Aber, Moment. Also hier. Moment, wir müssen mal die Umdrehungen uns merken. Eins. Einen Viertel. Boah, zwei. Zweieinhalb. Oh, da geht er wieder runter. Oh, Leute, schaut. Boah, was? Das ist ja... Wollt ihr mich veräppeln? Weiß ich nicht mehr, wie es war. Scheiße. Ich glaube so. Ach, verdammt. Ach, komm. Immer habe ich so schwierige Rätsel, Mann. Das gibt's doch nicht. Immer ich. Der Eisenschild lässt sich drehen. Ach, was. Die auch sagen können. Ups. Oh. Nein, ist nicht euer Ernst. Wie soll man das denn rauskriegen? Eins. Wie eins? Ein Quadrat und zwei Linien. Was haben wir denn hier mal zwei Quadrate? Zwei Quadrate. Hä? Ich kapier überhaupt nichts. Kapiert ihr das? Ich kapier das nicht. Was man da jetzt machen muss. Haben wir uns alles angeschaut? Ja. Was haben wir hier? Ach, das Loch in der Decke. Okay. Ich habe keine Ahnung. Quadrate... Vielleicht stehen die für zwei Umdrehungen. Und hier ist eine Umdrehung und das ist dann... jeweils ein Viertel. Das wäre dann eineinhalb Umdrehungen und das wären zwei Umdrehungen. Das stimmt eh nicht. Moment, also, machen wir es mal ganz zurück. Ach so, weiß ich ja jetzt nicht mehr, wie es war. Eins, zwei. Ach, das ist doch... Zwei. Zwei, genau. Und hier? Wo ist Ende? Hier. Da haben wir eine, da haben wir das Ding, also so eine. Und dann jeweils ein Viertel, also ein halb. So. Zwei. Was?
Nee. Nicht zwei. Schauen wir nochmal auf seine Brustplatte. Da war doch irgendwas. Vielleicht kommen wir da... Ah, schaut mal. Ich wusste doch, da kann man was machen. Okay. Da haben wir drei. Gut, das ist der rechte Schild sozusagen und das ist der... Nee. Da ist nichts mehr, oder? Kann man hier noch was machen? Hier steht: Ich stieg herab aus Askaror, vom mächtigsten der verborgenen Berge, um aufzusteigen in das Himmelreich. Klingt für mich, als würde sich Asgard auf einem Berg oder in einem Gebirge befinden. Hm. Ja gut, also ich sehe jetzt mal das da oben. Das ist einfach nur der Hinweis, es ist ein Berg oder ein Gebirge. Da kann man jetzt nichts mehr machen. Aber das hier... kapiere ich nicht. Wieder mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der noch ganz gut. Da ist nichts mehr. Ja. Man hat ja nur überhaupt nicht die Möglichkeit, hier das mal auszurichten. Es ist ja, es ist, was ist das hier? Drei. Nee, drei. Obwohl, warte mal. Drei war die drei Striche. Und hier waren's, ja, aber da weiß ich nicht. Drei, das ist bestimmt falsch. Was müssen wir hier machen? Der Professor hat uns seine ganzen Aufzeichnungen über die Schatulle der neuen Welten mitgegeben. Er glaubt, dass Thor die Schatulle einst aus Asgard mitgebracht hat und sie später von Mönchen hier in seinem Grab gefunden wurde. Nee.
frei. Nee, ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Keine Ahnung. Das ist mir ein bisschen zu schwer. Moment, aber ich will wissen, warum. Schild mit viereckiger Erhebung in linke Vertiefung stecken und 8-mal drehen. Schild mit sechseckiger Erhebung rechts einsetzen und 6-mal drehen. Landkarte anschauen. Wie kommen die auf... Ach Gott. Ja, aber wieso? Moment. Also, was sagen sie? Rechts 6-mal, links 8-mal. Ja, natürlich. Ein Quadrat in zwei Linien. Und ein Quadrat besteht aus vier Linien. Okay, dann macht Sinn. Hier 6-mal, da 8-mal. Ein Quadrat? Ja, okay. Ja, gut. Hätte man drauf kommen können. Jetzt gehen wir erstmal wieder in die Ausgangsposition. So, jetzt müssen wir es 6-mal. 1, 2. Uah. 3, 4, 5, 6. 7. Ach Gott, zählen kann ich auch nicht. Also eins zurück. 6. So. Okay, wenn du meinst. Und da waren es 8. Ausgangsposition erstmal. Wo war das? Oh! Das war's wahrscheinlich schon. 8. Ja. Okay. Sabradi, das ist es! Was, wo? Die Mönche wussten also tatsächlich, wo Asgard liegt. Ja, im Süden Islands. Jetzt. Immer noch ein zu großes Areal, um auf Anhieb fündig zu werden. Kein Problem. Auf Thors Brustpanzer habe ich Runen gefunden, die unser Zielgebiet eng eingrenzen. Und nordische Runen kann sie auch lesen. Jetzt komme ich mir aber wirklich so langsam richtig dumm vor. Wie oft muss ich es Ihnen denn noch sagen? Vertrauen Sie ihr einfach. Ist ja gut, ich hab's kapiert. Schatz, das kannst du uns dann alles unterwegs erzählen. Jetzt müssen wir uns erstmal um einen Flug nach Island kümmern. Sechstes Kapitel, Weltenbrand. Bin gleich wieder da. Guten Tag, Herr Halldorsson. Ja? Bitte entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Paddock. Guten Tag, Herr Paddock. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Sie wurden uns als Experte für diese Region empfohlen. Sagt Ihnen der Begriff verborgene Berge etwas? Aber natürlich. Damit können nur die subglazialen Berge bzw. Vulkane des Hochlands gemeint sein. Subglazial? Sie liegen unter einem dicken Eispanzer. Nur der höchste von ihnen, der Grimsfjord, ragt mit seiner Spitze aus dem Gletscher heraus. Der mächtigste der verborgenen Berge. Was? Wie kommen wir dahin? Sie könnten mit uns fliegen. Wir haben da oben Messstationen, die wir regelmäßig kontrollieren. Leider ist der Vogel im Eimer und mein Pilot besorgt gerade die Ersatzteile. Dürfte ein paar Tage dauern, bis er zurückkommt. Ich bin übrigens auch Pilot. Ich schaue mir das gute Stück mal an, wenn Sie nichts dagegen haben. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen hier eine kurze Pause. Ich mache aber gleich weiter. Ihr könnt gleich mit mir weiterspielen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euch alles Gute. Ciao.